Ich erlebe heute schon wieder ein Déjà-vu. Wir unterhalten uns über Situationen in Staaten, die abgrundtief Probleme haben, und wir wundern uns, warum wir keine Lösungen anbieten können. Wir sind eine kraftlose Organisation, offensichtlich, denn wir können so gut wie nichts tun. Heute beginnen diese Gespräche mit der Afrikanischen Union. Wunderbar. Aber wird es zu einer Lösung führen für Burkina Faso? Ich glaube nicht. Warum? Weil wir einfach gar keinen Hebel haben, an dem wir ansetzen können. Und ich glaube, darüber müssen wir uns Gedanken machen. Wie können wir diesen Menschen dort helfen, diesen 1,5 Millionen Vertriebenen? Das sind bald 10% der gesamten Bevölkerung. Das ist furchtbar. Und wir haben letztendlich keine Lösung. Es nützt nichts, Geld hinzuschicken. Das wissen wir alles. Das landet in den Taschen der Militärs. Wir wissen auch, dass wir viele Dinge einfach nicht durchsetzen können. Es ist gut, Demokratie zu fordern. Nur, ich habe es heute schon einmal gesagt, wir schaffen es nicht einmal im Westbalkan. Wie wollen wir es in Afrika erreichen? Und deshalb, wir müssen die Frage stellen, welche Rolle spielen die Islamisten in dieser ganzen Geschichte? Warum kommt der Sahel nicht zur Ruhe? Was sind da für Lösungen notwendig? Und ich glaube, es liegen eher darin, dass die afrikanischen Staaten sich selbst helfen müssen. Wir von uns in die Selbstständigkeit entlassen werden. Wir haben so einen paternalistischen Ansatz, so wie so eine Art moralischen Imperialismus und Kolonialismus. Das muss endlich aufhören. Und wir dürfen die auch nicht irgendwie abhängig machen von dem Impfstatus, dass wir die Durchimpfung verlangen von diesen Staaten. Das muss aufhören, sonst können wir diesen Ländern nie helfen und sie kommen nie zur Ruhe. Vielen Dank.